Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Hardware-Rat, günstige Gaming-PCs und Hardware mit dem Gaming-PC Hardware-Rat 2500 Plus. Hier stehen nur die technischen Daten für 2549,99 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Auch dieses System wurde mir wieder vorgeschlagen im Videovorschlägekanal auf unserem Discord, in dem Fall mal wieder von Gladiator, der ist sehr aktiv hier bei uns und den schauen wir uns jetzt mal an. Also nicht den Gladiator, sondern den PC. Wie immer erst das Bild, ist das ganz normale Gehäusebild, sieht auch wirklich so aus, die Lüfter sind auch so verbaut, das passt soweit. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 7800X3D. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 120 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Wenn wir PCs konfigurieren mit diesem Prozessor, knallen wir grundsätzlich so 6000er CL30 oder so rein, das frisst er auch. Den Prozessor hatten wir auch schon ein paar Mal, ist jetzt kein Unbekannter, ist so ziemlich einer der effizientesten Gaming-Prozessoren am Markt. Wenn ich mir einen PC rein fürs Gaming und vielleicht ein bisschen Streaming bauen will, dann nehme ich diesen Prozessor. Will ich mehr damit machen, gehe ich eher auf Intel. Das ist einfach meine persönliche Präferenz. Wenn es um Gaming geht, gehe ich auf die AMD-Prozessoren, weil sie halt wirklich sehr effizient sind. Der haut sich im Gaming vielleicht 60 bis 70 Watt rein. Das ist schon ganz nice. Intel fast das Doppelte. Kann man in dem Preisbereich durchaus so machen. Und der kostet 348 € bei Mindfactory. Der Prozessor Kühler ist ein BeQuiet PROC 2FX. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 150 Watt. Wie ich eben schon gesagt habe, die AMD-Prozessoren sind sehr sparsam. Das geht schon mit diesem Kühler. Ich persönlich hätte einen größeren genommen, einfach nur auch wegen der Lautstärke. Weil, sagen wir jetzt mal, der Prozessor haut sich wirklich so 90 Watt rein, der wird da schon ein bisschen lauter. Ich denke, hauptsächlich ist der auch da reingewandert, weil es vom Design halt einfach ziemlich gut zum Gehäuse passt. Auch dieser RGB-Ring ist ja das gleiche wie bei den Lüftern vom Case. Aber qualitativ kann ich da überhaupt nicht meckern. Und der kostet 42,48 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI Pro B650 Gaming Plus. Ich weiß nicht, was das Pro da drin zu suchen hat und warum das Wi-Fi nicht mit drin steht, aber es ist ein MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. Zumindest gehe ich da ganz stark von aus, es sei denn, Hardware-Rat hat jetzt angefangen, selber Mainboard zu produzieren, was ich nicht glaube. Das ist jetzt kein High-End-Board und auch nicht irgendwie was fürs Auge. Es ist ein Board, was mit diesem Prozessor auf jeden Fall funktioniert, aber eben nichts Besonderes. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier noch eine zweite SSD, hier kommt die Grafikkarte rein und die typischen Erweiterungsslots sind auch am Start für eine Capture-Card. Oder was auch immer ihr da reinpacken wollt. Es geht ja auch eine LAN-Karte. Auch auf diesen Slots könnt ihr SSDs nutzen mit einem Adapter und so weiter. Also die sind für vieles gut. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, USB-Typ-C ist mit am Start, Netzwerkanschluss, die Onboard-Grafikanschlüsse könntet ihr nutzen. Sagen wir, die Grafikkarte hat einen weg, ihr wollt an die Daten rankommen, da könnt ihr theoretisch einen Monitor dann dran anschließen und kriegt ein Bild. Wie eben schon gesagt, ist jetzt nichts übelst Tolles, aber ist in Ordnung. Und das kostet 158 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB, 2x16 GB, also Dual Channel, DDR5 6000 MTS CL32. Welcher da jetzt genau reinwandert, kann ich euch gar nicht sagen. Ich nehme jetzt einfach mal so den günstigsten bei Geizhals, ist in dem Fall der von G-Skill. Der bringt auch schon AMD Expo mit. Es gibt auch RAM, die nur Intel XMP haben oder sogar beides, AMD Expo und Intel XMP. Von daher ist das schon okay. 6000 MTS, wie eben auch schon angesprochen, funktioniert mit diesem Prozessor ganz easy. CL32, ja, kann man machen. Ob es jetzt CL30 oder CL32 ist, ist Gops wie gesprungen. Wenn das jetzt CL36er oder 40er gewesen wäre, ihr kennt mich, hätte ich gemeckert. So ist es aber in Ordnung. Und 32 GB ist auch okay. Reicht für jeden Gamer. Hat natürlich jetzt keine schickimicki RGB-Beleuchtung, aber das ist schon okay so. Und der kostet 117,98 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine 4 TB M.2 NVMe PCI Express 4.0 Samsung 990 Pro. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7450 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6900 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. 4 TB. Endlich hat es einer verstanden und hat mich erhört. 4 TB ist geil, ist teuer. Natürlich, aber ist auch geil. Da habt ihr erstmal Ruhe. Da könnt ihr so einige Spiele installieren. Natürlich 2 TB oder sagen wir 3 hätten auch gereicht. 4 TB ist wirklich nice. Und die Geschwindigkeit ist auch völlig okay. TLC-Speicher auch in Ordnung. Kann man so machen. Und die kostet 299 € bei Coolblue.
Die Grafikkarte ist eine 24 GB AMD RX 7900 XTX. Wir wissen natürlich wieder nicht, was wir hier bekommen, wie es bei den meisten Systemintegratoren ist. Deswegen nehmen wir jetzt die von XFX, das ist die günstigste. Und auch für viele kein Geheimnis, die 7900 XTX ist einfach die stärkste AMD-Karte, jetzt gerade zur Zeit. Natürlich werden die irgendwann nachlegen, aber wenn ihr jetzt irgendwas für WQAD oder 4K sucht und in AMD-Lager sein wollt, dann nehmt die. Den FPS-Test dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und die kostet 949 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein BeQuiet PurePower 12M 850 Watt ATX 3.0. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular, bringt auch schon den neuen Stecker für die Nvidia-Grafikkarten mit, braucht ihr jetzt bei der AMD-Karte nicht, aber ist nice, dass es mit dabei ist. Auch hier ein alter Bekannter. Wird ganz oft genommen, das Netzteil, genauso wie die von MSI oder Seasonic. Von daher, 850 Watt reicht auch ganz dicke für das System, völlig okay. Und das kostet 119,38 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein BeQuiet PureBase 500 FX. Das bringt schon 320 mm Lüfter in der Front mit, RGB beleuchtet, und 140er im Heck, ebenfalls RGB beleuchtet. Vom technischen Aspekt her völlig okay das Gehäuse, es hat Airflow, es bringt die Lüfter mit, optisch muss es euch gefallen, nicht mir, sage ich bei diesem Case immer wieder mit dabei, weil ich mag es optisch einfach nicht. Und das Thema ist halt auch, sobald ihr eine Wasserkühlung einbauen wollt, sagen wir eine 360er, passt die nicht mehr in den Deckel, sondern nur noch in die Front, und das nimmt euch dann halt Platz von der Grafikkartenlänge her, da passt nicht mehr jede Grafikkarte rein. Hier in dem Fall passt das locker, weil wir ja sowieso einen Luftkühler haben. Und das kostet 119,89 Euro bei Mindfactory. Hier steht auch nochmal, dass diese vier Lüfter vorinstalliert sind, und als Betriebssystem bekommen wir Windows 11 Pro 64-Bit. Das ist das aktuellste Betriebssystem gerade am Markt, und das kostet 17,36 Euro bei IT Hardpulse. Dann kommen wir auch schon zum Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.171,09 Euro. Und das System kostet 2.549,99 Euro. Und ja, dafür habe ich jetzt auch den Taschenrechner ausgepackt. Wir sind bei einem Aufpreis von 378,90 Euro. Das ist nicht krass überteuert. Ich finde es aber schon ein bisschen viel. Und es wundert mich auch, weil Hardware-Rat normalerweise nicht solche Aufpreise hat. Der liegt immer so in der Range zwischen 100 und 250 Euro. Da finde ich 378 echt ein bisschen viel. Vom technischen Aspekt her kann man das durchaus so machen. Gut, ich hätte jetzt persönlich vielleicht ein besseres Board genommen, weil es mir auch optisch nicht gefällt und von den Anschlüssen her jetzt auch nicht so krass ist, ne? Aber wirklich vom technischen Aspekt ist es okay. Aber dieser Preis finde ich nicht gerechtfertigt. Und für die, die den Kanal nicht kennen, ja, mir ist vollkommen klar, dass Geizhals das Ding nicht zusammenbaut. Aber wenn man sich die Config bei Mindfactory zusammenstellt, und die meisten Teile, habt ihr eben gesehen, gibt es bei Mindfactory, kann man sich dafür 190 Euro zusammenbügeln lassen. Das gleiche gilt für Alternate. Die sind auch so in dieser Range um die 190 Euro, dass die das zusammenbauen. Ich habe mal eine Alternative rausgesucht, ohne jetzt irgendwie Krotos vorher zu kontaktieren oder so. Das ist ein stinknormales System, was er so im Angebot hat, der Gaming 9A. Der kostet 2.295 Euro, ist also deutlich günstiger als das System, was wir uns gerade angeguckt haben. Wir bekommen das Enderfire ARX 700A RGB, bringt auch schon 4 RGB-Lüfter mit, hat eine Mesh-Front, ist Airflow-mäßig super, ist ein Test auf meinem Kanal, könnt ihr nachgucken. Wir haben den gleichen Prozessor, wir haben auch die gleiche Grafikkarte. Ich habe bei Geizhals natürlich auch den gleichen Hersteller genommen, sonst bringt der Vergleich halt nichts. Hier wissen wir halt auch nicht, was wir bekommen. Deswegen halt die günstigste. Wir bekommen 32 GB DDR5 6000 MTS ebenfalls, CL30 Kit, nicht CL32. Okay, ist ein kleiner Unterschied, aber er ist da. Wir bekommen ein Asus ROG Strix B650EF Gaming Wi-Fi. Das Teil ist schon eher was fürs Auge, und ihr habt noch mehr SSD-Steckplätze. Und auch die Anschlussvielfalt, ihr habt zweimal USB-C und so weiter da drin. Deswegen, ich finde das Board schon ein bisschen besser. Und mal ganz davon ab, ist es mit 262 Euro auch deutlich teurer als das MSI-Board. Kleiner Wermutstropfen, hier ist nur eine 2 TB SSD drin, die aber ungefähr genauso schnell ist wie die Samsung SSD. Wenn ihr jetzt wirklich sagt, ich möchte 4 TB, dann kauft euch für, sage ich jetzt mal, glaube ich 140 Euro, noch eine weitere 2 TB einfach privat dabei und steckt die rein. Die Garantie geht dadurch auch nicht flöten. Und dann habt ihr eure 4 TB, das könnt ihr gerne auch gleich draufrechnen, gar kein Thema. Wir bekommen eine Arctic Liquid Freezer 3 360 ARGB Wasserkühlung. Dass ihr die nicht braucht für diesen Prozessor, brauchen wir nicht drüber reden, aber sie sieht geil aus. Und vielleicht, man weiß ja nicht, was kommt, der Sockel wird ja noch lange weiter betrieben von AMD. Lohnt sich das vielleicht, wenn die Prozessoren wirklich mal mehr Power schlucken sollten? Dann kriegt ihr das auf jeden Fall gut gekühlt mit einer 360er I/O. Wenn ihr euch den Umbau selber zutraut. Ihr kauft jetzt keinen Fertig-PC, wenn ihr euch das selber zutrauen würdet, deswegen. Aber ich wollte es mal dabei gesagt haben. Das Ding ist halt da. Das Netzteil ist ein MSI Mac A850 GL PCI Express 5 850 Watt Gold. Das ist technisch gesehen genauso gut wie das BeQuiet-Netzteil. Es hat auch den neuen Stecker mit dabei, auch wenn ihr ihn nicht braucht. Es hat auch 850 Watt.
reicht. Allerdings haben wir hier Windows 10 Testversion vorinstalliert ohne Key. Könnt ihr aber kostenfrei upgraden auf Windows 11 und den Key kriegt ihr bei meinem Partner. Schauen wir uns da mal die Liste an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.184,85 €. Und das Teil kostet 2.295 €. Da brauche ich jetzt auch keinen Taschenrechner für. Das sind 110 € fürs Zusammenbauen mit Garantie. Das hört sich schon besser an als knapp 380 € Aufpreis bei dem Hardware-Rad-PC. Und hier muss ich auch wirklich sagen, das wäre so ein PC, den würde ich mir tatsächlich so kaufen. Ist halt einfach so. Das hier ist auch kein Placement oder so in der Art. Ich habe mir den wirklich gerade so rausgepickt, sonst müsste ich Werbung da oben in die Ecke reinschreiben. Ne? Also ihr kennt das, die deutschen Gesetze und so. Gut, ihr wisst ja auch nicht, welche Grafikkarte ihr genau bekommt. Es sind auch nur 2 TB anstatt 4 TB Speicher. Aber ihr könnt es euch selber nachrüsten. Ihr habt trotzdem eine Wasserkühlung, ein besseres Board und so weiter. Der RAM ist auch geringfügig besser. Ich finde persönlich das Case auch besser, weil oben die 360er Wasserkühlung reinpasst. Also ich weiß nicht, was Hardware-Rad da geritten hat oder ob einfach lange Zeit den nicht aktualisiert hat, aber der Aufpreis ist ein bisschen viel. Keine Abzocke, aber ein bisschen viel und das andere System einfach besser für einen geringeren Preis. Entscheidet selber, schreibt mir eure Meinung mal in die Kommentare rein. Ich verlinke alle PCs und alle Listen natürlich auch in der Videobeschreibung. Ihr könnt immer tagesaktuell natürlich vergleichen. Meine Videos haben immer so 2-3 Tage Vorlaufzeit. Also ich nehme jetzt heute auf und in 2 Tagen, wahrscheinlich am Sonntag oder so, wird dann released, dass ihr da Bescheid wisst. Gut, das wäre es dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.